Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Was müssen wir tun? Müssen wir hier rein? Warte mal, ich muss nochmal... Cohen will, dass du Silas Kopf findest und ihn wegen seines Meisterwerks tötest. Kopf war früher oft in einem Laden namens Rapture Records im Poseidon Plaza. Du wirst den Flegel wahrscheinlich eher hören als sehen. Okay, ich muss hier wieder rein in den Poseidon Plaza. Wie bin ich denn so ausgestattet? Mit 6 Schrot? Das ist ja mein Traum. Wie viel Kohle haben wir denn? Den haben wir anscheinend schon gehackt, den Verkaufs... Oh, hier gibt es ionischen Schrot. Aber ich habe gar nicht so viel Geld. Ah, komm, einmal nehmen wir mit. Einmal... Ich hätte gern normalen Schrot gehabt, ne? Das fände ich gar nicht so schlecht. Mal gucken, was haben wir denn hier noch? Na, MG haben wir auch noch ein bisschen... Haben wir noch ein bisschen mehr? Wir kommen schon irgendwie klar. So, ich erinnere mich, wir sind der Kopfgeldjäger der Nation. Was ich eigentlich gar nicht hoch so geil fand. Aber uns wird einfach nichts anderes übrig bleiben, als für den Penner da hinten. Huch. Was? Was ist mit einem kleinen, dummen, hübschen Mädchen? Oh, guck mal, da hinten liegt eine Rosie. Ja, ja, ja. Haha. Aua. Nee. Die wollte gerade zum... Splice-Organ. Die wollte gerade hier hinrennen. Den hacken wir mal schnell. Oh nein. Oh Leute, das fängt hier schon gut an. Wir müssen hier hoch. Okay, wir kommen hier theoretisch auch hoch. Das ist schon mal gut. Schlimm wird es immer, wenn da die ganzen Dinger dazwischen sind. Moment, Moment. Ich muss mich kurz konzentrieren. Hier, die hier, meine ich. So, und wir haben hier noch so... Ah, guck mal, ist gar nicht so schwer. Alles tutti, alles gut. Sehr gut. Okay, der ist gehackt. Das heißt, wenn die das nächste Mal hier hinlaufen... Oh, Objekt anfertigen. Wollen wir da mal gucken, was wir machen können? Wärmesuchender ionisches Gel Fallenbolzen. Stolperdrahtbolzen für die Armbrust. Diese raffinierten Bolzen lassen sie in eine Wand geschossen... Wenn sie in eine Wand geschossen werden, eine elektrische... Ach so, diese Dinger. Okay, Hackers Delight. Ein Auto-Hacker können wir machen. Ui, wie viele... Okay, wir haben 28 von allem. Wir brauchen 4, 4, 1. Panzerbrechende Antipersonen, Pistolen, Explosion, Explosivschrot. Geil. Finde ich gut. Ein Autohacker will ich auch noch machen. Und die Fallenbolzen, 6 Stück. Machen wir mal 12. Ionisches Gel. Boah, weiß ich jetzt nicht, ob wir das brauchen. Ich mache noch mehr... Explosivschrot. Yes! Den probieren wir gleich mal aus. Haha, 24 Schuss. Ich höre... Ich höre einen Daddy. Haben wir die Rosie hier schon? Wo ist er denn? Den haben wir wohl schon gelootet. Wie jetzt? Die waren zu weit weg? Mr. Cohen. Oh. Wow. Was hat die gerade gesagt? Habt ihr das gehört? Das hat die nicht wirklich gerade gesagt. Die hat nicht gerade ernsthaft schmieriger Wichser zu mir gesagt. Was ist denn das hier für ein Verhalten, Leute? Was ist das hier nur für ein Verhalten? Seid ihr noch ganz knusper im Kopf? Aber warum frage ich das überhaupt? Die guten Menschen von Rapture sind nicht hier, um uns Regierungsknechten dabei zuzusehen, wie wir Geschäfte schließen und deren Besitzer umbringen. Nicht mal solche üblen Schurken wie Fontaine. Aber er hat es sich selbst eingebrockt. Anstatt es mit Fassung zu tragen, will der Wahnsinnige im Kugelhagel untergehen. Für wen hält er sich? Für John Wayne oder was? Wir können es noch in den Griff bekommen. Wir können es schaffen. Wir machen Folgendes. Wir suchen Fontaines Testament und sorgen dafür, dass sein Besitz denen zugutekommt, für die er bestimmt war. Er darf nicht in den Taschen derer landen, die ihn kalt gemacht haben. Nämlich in unseren.
Codes findet man gerne irgendwo. Ich guck mal, was passiert. Oh, wir können es mal versuchen. Wir können es mal versuchen. So. So. Und hier. Guck mal, so einen. Dann noch so einen. So einen. Und so einen. Das hat tatsächlich geklappt. Und jetzt müssen wir ein bisschen auf den. Auf die Cam aufpassen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Aber die. Die hat das nicht so ganz gerafft, dass die wir angegriffen haben. Dass wir die ionischer Schrot. Yes! Dass wir die angegriffen haben. So, ach ja, ich guck mal auf dich. Tick, tick, tick. Du Geld. Und tick, tick, tick. Und okay, dann gucke ich mal wieder weg und tick. Ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ihr habt es gesehen. Das war ein bisschen seltsam. Ein bisschen seltsam. Mehr gibt's hier nicht. Dafür habe ich das gehackt. Willst du mich veräppeln? Bisschen Geld, bisschen ionischer Schrot. Naja, gut, besser als nichts. Wir haben es ja sofort hingekriegt. Alles tutti. Eve's Garden. Muss ich da überhaupt hin? Sinclair Spirits. Wo ist denn der Big Daddy? Oben, ne? Ja, Mensch, da. So nicht, mein Fräulein. So nicht. Oh, hier ist eine Eve-Spritze. Ob sich das lohnt? So schnell bin ich, glaube ich, nicht da hinten bei dem Automaten. Wie viel? Ah, wir haben 8. Das lohnt sich nicht. Also 7. Theoretisch nur 7. Lass mich mal gucken. Wer konnte doch hier auch irgendwo die Ziele töten? Sie? Ich will doch so einen Pfeil. Wo war der? Im Poseidon Plaza. Rapture Records. Aber wo ist Rapture Records? Hier ist Eve's Garden. Gucken erstmal, geht er überhaupt auf? Yes. Na, wenn das nicht der lang verschollene Andrew Ryan ist. Was? Komm her, Tiger. Aha, Andrew Ryan war also ein kleiner Schlingel. Ein kleiner Schlingel, so wie das hier aussieht. Mello will ich nicht. Was ist denn das? Ach, der hat uns doch schon mal beschissen, oder? So ein Arsch! So ein elender kleiner Saftarsch. Bolzen mit Stahlspitzen. Ah, ich habe nicht so viel Geld. Ich muss ein bisschen Geld sparen. Ich weiß, ich könnte den hacken. Tschechischer Wodka? Nö. Geld! Kein Geld. Okay, hier gibt es nur Alkohol. Okay, in so einem Etablissement kann ich das durchaus verstehen. Das kann man sich mit Alkohol etwas aufhübschen. Oh Mist, ich habe Alkohol gesoffen. Nee. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Okay. Schauen wir mal hinter die Bühne, hä? Vergessen. Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist. Entschuldigen Sie, Mr. Ryan. Ich wusste nicht, dass Van Taylor etwas damit zu tun hat. Was machen Sie da? Nein! Nein, bitte! Ich hab Sie doch geliebt! Nein! Ah. Der Ryan war ein blöder alter. Blöder alter Mistsack. Oh Mann, ey. Schwanger. Diese unheimliche Dr. Tenenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft. Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich habe das Geld so dringend gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich es verkauft habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Die hat was? Ha,
Kann das sein, dass sie, als sie ein Kind von ihm bekommen hat? Wer randaliert hier? Dass sie ein Kind von ihm bekommen hat und das an Tennenbaum verkauft hat und eines seiner Kinder jetzt eine Little Sister ist? Kann das sein oder habe ich das falsch verstanden? Oh, ich hasse die Dinger, ich hasse die Dinger! Man kriegt ja auch die ganze Zeit nie eins. Oh, weißt du, schon zu spät. Ich hasse es. Ich hasse es. Ja, ich weiß, ich habe die Maschine kurz geschlossen. Geh mir doch nicht auf den Sack. Guck mal, wie viel... So. Gott sei Dank, ein Verbandskasten drin. Den kann ich auch gut gebrauchen. Ich hoffe, ich muss ihn jetzt nicht benutzen. Wird man hier eigentlich mal bedient? Dann fluch doch mal. Nein. Sehe ich aus... Vielleicht unternehme ich einfach was. Du verstehst? Sehe ich aus wie deine... Zu denen er mich gezwungen hat. Ach du große Scheiße. Wohin hält er sich eigentlich? Oh, 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 oh! Wieso? Hörst du mal auf, deine scheiß Bomben hier zu schmeißen? Ah, Mist! Ich krieg den nicht! Aua! Jetzt brennt er selber, Vollidiot. Was? Wichserschwein? Ich glaub, die hackt's ein bisschen. Was ist denn hier für ein Ton dran? Aua! Jetzt stirb schon! Ekelhaft. Du flatterst durch das Fort und löscht unterwegs Leben aus. Du bist keine Motte, du. Du bist ein Engel. Ich habe noch nie einen Engel gemalt. Vielleicht sollte ich es mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von ihm gemalt werden will. So, mal gucken, ob die Bienen das schon alleine erledigen. Dann spare ich mir Munition. Ja, sieht gut aus. Ach, für 4 Dollar lohnt sich auch die Kugel nicht. Gut. Damit hätten wir 3 von 4. Wieso schaust du so? Es gefällt dir nicht, stimmt's? Ich hab's nicht nötig, mich von dir beurteilen zu lassen. Von niemandem. Du kannst mich mal, ihr beschissenen Zweifler. Ihr könnt mich alle mal. Damit ihr es wisst, ihr alle. Was ist denn los mit dir? Wo ist mein... davon, kleine Motte. Flieg! Wo ist meine Belohnung? Kriege ich jetzt Splicer zur Belohnung? Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Stirb! Wow! Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Geht zu einem schönen Walzer. Brauche ich jetzt für jeden Einzelnen eine Biene? Also einmal... Ne, ihr wisst, einmal Bienen aus... Oh. Oh Mist. Bienenbomben wären jetzt toll. Die kommen da später auch noch. Ist jetzt gut. Was ist das? Alter! Die kommen von allen Seiten! Wie viele sind denn das hier? Kann er mal die Musik ausmachen? Das ist langsam leicht verstörend. Ich pflaster den ganzen Boden voll mit Leichen. Das ist doch nicht gesund! Leute, es ist doch nicht gesund! Ich
finde, das ist eine Scheißbelohnung. Und die meisten haben nicht mal was dabei. Entschuldige bitte diesen Wutausbruch. Du musst einem alten Narren sein Temperament verzeihen. Die Geburt steht kurz bevor. Ich muss gar nichts. Die Schmerzen der Wehen können die Urteilskraft trüben und sogar den edelsten Geist zum triebhaften Tier werden lassen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich dem blöden Saftsack verzeihen möchte. Ich glaube es nämlich nicht. Och ja, entschuldige bitte den kleinen Wutausbruch. Ich bin halt etwas nervös, kurz vor der Geburt, bla bla. Du hast doch ein... Toll. $20, ein bisschen ionischer Schrot. Du hast doch die Pfanne heiß, Meister. Die Pfanne heiß. Aber wenigstens kriege ich hier einen Haufen Verbandskästen, aber ein bisschen Eve wäre noch ganz gut. Ein bisschen Eve wäre gut. So. Wo ist denn der letzte? Immer noch. Ich habe jetzt aus Versehen den letzten... Also ich habe den fünften getötet. Und den vierten nicht gefunden. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Okay, ich muss zurück. Zu Poseidons Plaza. Da haben wir das. Im Zirkus der Werte. Okay, dann schauen wir, dass wir den letzten finden. Habe ich dich hier eigentlich schon gehackt? Jo. Was ein Krawall hier. Unfassbar. Ich muss mal ganz kurz gucken. Aber wir haben hier schon alle Little Sisters befreit. Aus diesem Grund brauchen wir auf dem Daddy. Wir brauchen nach dem Daddy gar nicht suchen. Guck mal. Meine Sammlung ist nun fast. Bald werden wir sehen, wie hier unten der wahre Kastel. Ja, meinst du? Ich sag dem überhaupt nichts. Sag dem das doch selber. Wo sind wir denn hier? Oh. Ach, hier können wir spielen. Nee, ich lass mich hier nicht abzocken. Aber einen Fallenbolzen nehme ich mit. Spielort, nee. Ihr habt mich hier schon mal abgezockt. Ihr elenden Blutsauger. Das lasse ich nicht nochmal mit mir machen. Fontaine wusste, dass unsere Leute kommen. Wir hatten keine Chance. Die Splicer kamen schreiend aus dem Hinterhalt. Sie spien Feuer, spuckten Eis wie biblische Dämonen. Hab sowas noch nie gesehen. Er hat kein Unternehmen aufgebaut, sondern eine Armee. Tja, klingt ja nicht sehr gut. Ah, hallo, Dick Daddy. Dick Daddy vor allen Dingen. So, jetzt überlege ich immer, ob ich das hier nochmal probiere. Ach, es ist echt immer so. Du brauchst mal die eine bestimmte. Jetzt hab ich sie. Jetzt stehen wir gut da. Nee, doch nicht. So lang. Und dann, lass mich überlegen. Hier. Diesmal hat's geklappt, Leute. Ich bin sehr begeistert. Fallenbolzen, Explosivschrot und 14 MG-Patronen. Ah, Munition ist nie zu verachten. Armbrust. Aber wir haben ja schon eine. Die wir eigentlich viel zu selten benutzen. Ich finde die eigentlich ziemlich geil. 13 Bolzen. Die fliegen dann immer so schön durch die Weltgeschichte, wenn man die trifft. Huch! Habt ihr das gesehen? Da komme ich nicht dran. Ich will dahin. Wie komme ich dahin? Jetzt habe ich mich erschrocken von meinem eigenen Hur. Okay, ich komme da nicht dran. Irgendwie werden wir wohl in die Wände kommen. Zuallererst. Beziehungsweise. Wir müssen da noch rein. Okay. Ihr Lieben, wir müssen uns hier noch ein bisschen umschauen, um alles Mögliche abzulooten, was geht. Und danach gehen wir zu Rapture Records und machen den letzten Heini platt, um schlicht und einfach zu dem Endgegner Heini zu kommen, um den letztendlich auch platt zu machen, weil wir können den nicht leiden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann den nicht leiden. Ich finde den etwas, naja, schwierig. Ich nenne es mal schwierig. Und ich würde sagen, wir machen hier nochmal eine kleine Folgenpause und diese ganzen Unternehmungen starten wir in der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid.
Und ja, wie immer wünsche ich euch bis dahin noch eine super schöne Zeit. Macht's gut und tschüss! Oh. Doch nicht tschüss, doch nicht tschüss, doch nicht tschüss. Mist, nicht getroffen. So. Jetzt aber. Tschüss.